الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, liebe Geschwister, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wenn wir davon sprechen, wie viel Allah subhanahu wa ta'ala uns an Gutem und an Gunsterweisungen zuteil hat kommen lassen, dann werden wir nicht genug Worte finden, um dies ausdrücken zu können. Insofern begnügen wir uns damit zu sagen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Für jede Wohltat, die er uns erwiesen hat, im Insgeheimen als auch offensichtlich, jede große und kleine Wohltat, für sie danken wir uns bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz besonders loben und danken wir Allah dafür, dass er uns zum Islam geleitet hat und unsere Herzen im Glauben gefestigt hat, und möge er den Glauben stärken. Und wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gegeben hat, ihm zu danken, denn auch das Loben gebührt einem Dank. Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinen Gunsterweisungen gehört es, dass er den Menschen erschaffen hat aus nichts. Allah sagte, gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn erschaffen haben und er zuvor gar nichts war? Und zu den Gunsterweisungen Allahs gehört, dass er in den Menschen Eigenschaften vereint hat, die man sonst in der Schöpfung nur zerstreut vorfindet. Allah subhanahu wa ta'ala hat vielen Geschöpfen Augenlicht gegeben. Er hat vielen Geschöpfen die Fähigkeit gegeben, auf zwei Beinen zu laufen. Und er hat vielen Geschöpfen auch die Fähigkeit zum Hören gegeben. Und er hat vielen Geschöpfen Kraft gegeben. Aber all diese Geschwister, liebe Geschwister, all diese Eigenschaften zusammen vereint, findet man im Menschen vor. Auf vollkommenste und edelste Art und Weise, sodass Allah Azza wa Jalla den Menschen beschrieben hat als لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, was sinngemäß übersetzt bedeutet, wir haben den Menschen doch in schönster Gestalt erschaffen. Auch die Symmetrie im Körper des Menschen ist deutlich ersichtlich, sodass es angenehm ist, einen Menschen anzuschauen und man sich nicht vor ihm vielleicht sogar erschreckt. Allah Azza wa Jal hat uns diese Gunsterweisungen zuteilkommen lassen, jedoch ohne, dass wir irgendetwas vorausgeschickt haben. Es ist also nicht irgendwie ein Erwerb, den wir von Allah bekommen haben, weil wir etwas Gutes getan haben, sondern er hat es jedem Menschen von vornherein mitgegeben, egal ob gläubig oder ungläubig, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, den wir über alles loben. Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich den Menschen an sich geehrt. Allah sagte, wir haben die Kinder Adams geehrt in Surat al-Isra. Eine weitere gewaltige Gunsterweisung Allahs uns gegenüber, für die wir überhaupt nichts für können. Und deswegen gebührt Allah subhanahu wa ta'ala der Lob immer, egal ob er uns etwas gegeben hat oder uns nichts gegeben hat. Denn er hat uns bereits vieles gegeben, wofür wir überhaupt nichts getan haben. Dazu gehört es, dass er uns hat entstehen lassen als Anhänger der Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraus ergibt sich, dass wir den Koran, was das beste aller Bücher Allahs, die er jemals herabgesandt hat, ist. Dieser Koran, diese ewige Herausforderung und dieses ewige Wunder, das die Menschen herausgefordert hat, ein Buch seinesgleichen hervorzubringen, und nachdem sie es nicht geschafft haben, hat der Koran sie herausgefordert, 10 Suren seinesgleichen hervorzubringen, und nachdem sie das auch nicht geschafft haben, hat der Koran die Menschen herausgefordert, eine einzige Sura seinesgleichen hervorzubringen. Wenn du den Koran liest, gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala für jeden Buchstaben, den du liest, 10 gute Taten, schreibt er dir nieder.
Wofür? Was hast du getan? Du hast nur gelesen. Du hast noch gar nicht danach gehandelt. Und dennoch ist der großzügige Allah subhanahu wa ta'ala so großzügig, dass er dich dafür belohnt. Dieser Koran ist eine Heilung. Allah sagte, wir senden vom Koran herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die gläubigen Menschen ist. Der Koran ist eine Heilung in Bezug auf, was man zu glauben hat. Er heilt die Brüste vor falschen Verständnissen und vor falschem Glauben. Jeder Mensch, der nach der Wahrheit strebt und diesen Koran öffnet und darin liest, er wird vorfinden, dass dies die Worte des Herrn der Welten sind. Und er wird vorfinden, dass das nicht die Worte sind irgendeines Menschen. Denn ein Mensch schreibt nicht auf diese Art und Weise. Und er wird vorfinden, dass es auch niemanden gibt, der Anspruch erhebt, der Autor dieses Buches zu sein, außer dem wahren Autor selbst, subhanahu wa ta'ala. Dieser Koran ist ein Heilmittel auch für falsches Gedankengut, für falsche Vorstellungen, für Unklarheiten, für Zweifel, die man vielleicht hat. Und er ist ein Heilmittel für die Krankheiten, sowohl seelischer als körperlicher Art. Allah subhanahu wa ta'ala erhöht diejenigen Menschen, die nach diesem Koran handeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith, den Sahih Muslim überliefert worden ist, wahrlich, Allah erhöht durch dieses Buch manche Leute und andere wiederum erniedrigt er dadurch. Zu den Gunsterweisungen, für die wir nichts können, gehört die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der edelste aller Gesandten. Und das darf man sagen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Das heißt, wir haben sehr wohl manche Propheten den anderen vorgezogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Führer der Kinder Adams. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der die große Fürsprache einlegen wird am Tag der Auferstehung, weswegen ihn jeder Mensch, gläubig als auch ungläubig, loben wird. Und er ist derjenige, der das größte Trinkbecken haben wird am Tag der Auferstehung. Jeder Prophet wird ein Becken haben, von dem die Anhänger trinken dürfen, damit ihr Durst vergeht. An einem Tag, an dem die Sonne sich nähert zu den Geschöpfen, sodass sie dursten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wird den größten Trinkbecken haben, oder das größte Trinkbecken haben, dessen Länge und Breite die Strecke ist, so viel wie man einen Monat lang braucht, um sie zurückzulegen. Und die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all dies, liebe Brüder, noch einmal, sind Eigenschaften, sind Gunsterweisungen Allahs uns allen gegenüber, für die wir überhaupt nichts getan haben. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird die erste sein, die das Paradies betreten wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sind die Letzten und dennoch die Ersten. Das heißt, wir sind die Letzten, die auf dieser Welt gelebt haben und leben werden, weil nach ihm wird kein neuer Prophet mehr kommen. Aber wir sind die Ersten, die ins Paradies eingehen dürfen. Obwohl jede Gemeinschaft ihr Buch bereits vor uns bekommen hat und wir haben unser Buch erst danach bekommen. Und dann sagte er, und dieser Tag ist es, den Allah uns auferlegt hat. Allah hat uns dahin geleitet und die Menschen folgen uns, die Juden morgen und die Christen übermorgen. Dieser Hadith ist Sahih Muslim. Das heißt, dieser Tag, der Freitag, ist der auserwählte Tag Allahs in der Woche. Und Alhamdulillah, die Muslime sind diejenigen, die an diesem Tag ihr Freitagsgebet verrichten, und die anderen Gemeinschaften, die sind fehlgeleitet und deswegen beten sie samstags und sonntags, weil sie dachten, dass das die Tage wären, die Allah erwählt hat, auserwählt hat. Keine zwei Menschen streiten sich darüber, dass man, wenn einem etwas Gutes getan worden ist, dass man das Gute mit Gutem zurückzahlen soll. Dass man nicht jemandem, der etwas Gutes getan hat, ihm etwas Schlechtes entgegnet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das in Bezug auf Menschen sogar, als er sagte, wenn jemand euch etwas Gutes getan hat, dann belohnt ihn dafür
Und wenn ihr nichts habt, mit dem ihr die Person belohnen könntet, dann betet zumindest für sie, bis ihr der Meinung seid, dass ihr sie genug belohnt habt. Dieser Hadith ist in Abu Dawud überliefert worden und Al-Albani rahimahullah ta'ala sagt, er ist sahih. Liebe Geschwister, gerade in der Gesellschaft, in der wir uns hier befinden, es ist eine Gesellschaft, die sicherlich dir nicht dabei behilflich ist, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam zu sein. Aus vielerlei Gründen, die wir alle kennen. Und als klassisches Beispiel bei der Arbeit findet man manchmal ein paar Probleme vor, weil es einem schwerfällt, das Gebet zum Beispiel zu verrichten. Oder es fällt einem schwer, eine Arbeit zu finden, die ganz halal ist. Und was auch passieren kann, dadurch, dass du in dieser Gesellschaft bist, die hauptsächlich keine Muslime sind, dass du dich an diese Gesellschaft gewöhnst und dadurch gut sprichst über die Leute mit dir, die mit dir zusammenarbeiten. Und dieses Gutsprechen kann in Ordnung sein und kann aber auch leider nicht in Ordnung sein. Und ich spreche genau über den Teil, der eben nicht in Ordnung ist. Zunächst einmal, wenn jemand dich gut behandelt, dann sicherlich ist das eine lobenswerte Sache, egal wer diese andere Person gewesen ist. Aber was passieren kann, wenn du von anderen Menschen gut behandelt wirst, ist, dass du das Wichtigste vergisst. Und das Wichtigste überhaupt ist der Glaube an Allah und den jüngsten Tag. Ich meine damit, dass du vergisst, den Menschen aus diesem Blickwinkel auch zu betrachten. Und das ist der erste Blickwinkel, aus dem ein Muslim die anderen Menschen anzuschauen hat. Glaubt an Allah, glaubt an den Schöpfer der Himmel und Erde, dient Allah subhanahu wa ta'ala, oder leugnet ihn, oder beleidigt ihn, oder lügt über ihn, und so weiter und so fort. Und deswegen kann es sehr schnell geschehen, dass man sich verblenden lässt durch gute Taten, die lobenswert sind, wie gesagt, aber man lässt diese gute Taten das Schlechte, was ein anderer Mensch macht, überschatten. Und dadurch sagt man, dieser Mensch ist ein guter Mensch. Dabei ist da jemand, wenn er in diesem Zustand sterben würde, jemand, mit dem du sicherlich nicht zusammen sein möchtest. Ibrahim alayhi salatu wassalam machte diese Sache ganz klar, als er sagt in Surat al-Mumtahana, die Feindschaft und der Hass, das sind nämlich Angelegenheiten des Herzens, liebe Geschwister, in allererster Linie, und haben natürlich auch Auswirkungen auf das Zusammenleben, zweifellos. Nur es muss sich halt in Grenzen halten. Er sagte, sowohl die Feindschaft als auch der Hass haben zwischen uns, er redet mit seinem Volk, die falsche Götter angebetet haben, die Feindschaft und der Hass haben zwischen uns angefangen und dauern an bis auf Ewigkeit, bis ihr an Allah alleine glaubt. Noch einmal, Gerechtigkeit und guter Umgang ist eine Sache, aber Liebe zu verspüren und Hass zu verspüren ist etwas ganz anderes. Und damit du, lieber Bruder, liebe Schwester, nicht dieser Sache verfällst und über einen Menschen etwas sagst, was ihm nicht zusteht, brauchst du folgende Sachen. Du brauchst das, du brauchst eine Erinnerung. Du brauchst jemanden, der dich immer wieder an das Wesentliche in diesem Leben erinnert. Der dich immer wieder daran erinnert, dass du in diesem Leben lebst, nicht auf Ewigkeit. Sondern du lebst in diesem Leben und es wird irgendwann mal zu Ende sein. Und das Beste, was dich erinnern kann, ist zweifellos das Buch Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und auch das Zusammensein mit den gläubigen Geschwistern, wie in solchen Versammlungen, in denen wir uns heute befinden. Du brauchst das, du brauchst auch Sitzungen, in denen du immer wieder erinnert wirst an Allah den jüngsten Tag. Damit dein Iman gestärkt wird und deine Weisheit, Entschuldigung, deine Gewissheit ebenfalls gestärkt wird. Und es gibt sicherlich auf keinem Fleck der Erde und besonders in nicht-muslimischen Ländern keinen besseren Platz als die Moscheen, als die Häuser Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und lasst uns doch eine Sache profitieren aus der Sira, die wir alle gelernt haben. Es ist die Tatsache, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina ausgewandert ist,
Das erste, was er angefangen hat zu bauen, war die Moschee. Das war das erste, womit er sich beschäftigt hat. Und nachdem er die Moschee gebaut hat, hat er seine Zimmer gebaut, und wo hat er sie gebaut? Gleich neben der Moschee. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wusste, wenn es um Essen und Trinken geht für den Körper, das reicht einmal pro Tag. Es gibt manche Menschen, die essen einmal pro Tag, das reicht ihnen für den ganzen Tag. Manche essen zweimal, dreimal, aber mehr als dreimal ist normalerweise keiner. Aber die Seele, sie braucht auch eine Nahrung, liebe Geschwister. Und sie darf nicht vernachlässigt werden. Und die Seele braucht noch mehr Nahrung als der Körper. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns zu unserem eigenen Gunsten 5 Gebete auferlegt, weil er weiß, was die Seele braucht. Wer seine 5 Gebete verrichtet, möge Allah ihn belohnen und ihn festigen. Aber er ist nicht vergleichbar mit einer anderen Person, die Allah subhanahu wa ta'ala antrifft, yawm al-qiyamah, mit 135 Gebeten pro Tag. Und wie kann das sein? Wir alle wissen, wie es Abdullah ibn Umar berichtet hat, sinngemäß, dass jemand, der sein Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, dem wird das Gebet 27-fach vergolten. Und jemand, der zu Hause betet, ist doch nicht das gleiche wie eine Person, die zur Moschee geht und der Weg zur Moschee allein schon als Gebet gewertet wird. Und sein Rückweg wird ihm ebenfalls als Gottesdienst angerechnet und dadurch eilt er allen anderen seiner Geschwister voraus. Und er wird am Tag der Auferstehung an einem Ort sein und die anderen Menschen werden an einem anderen Ort sein. Weil er an Rangstufen gewonnen hat und weil seine Sünden dadurch vergeben worden sind und weil er gute Taten erworben hat und weil er teilgenommen hat an Sitzungen, an denen er sein Wissen vermehrt hat und an denen er immer wieder an Allah erinnert worden ist. Und dieses nützliche Wissen hat er genutzt, um darauf dann rechtschaffene Taten aufzubauen. Dadurch, dass du in die Moschee gehst, lieber Bruder, liebe Schwester, wird Allah dein Gehen und nach Hause gehen in die Waagschalen legen. Und du kehrst zurück jedes Mal, wie an dem Tag, an dem deine Mutter dich geboren hat. Wenn du in die Moschee gehst, folgen dir andere und ahmen dir nach, wie zum Beispiel deine Kinder. Sie werden eines Tages sagen, unser Vater pflegt immer in die Moschee zu gehen. Und es ist eine praktische Art der Da'wah für alle Menschen, die um dich herum leben, deine Verwandten, deine Nachbarn, deine Gäste und alle anderen Menschen. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, alles Gute steckt in den Gottesdiensten, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine verrichtet werden, ihm gegenüber verrichtet werden. Und deswegen möchte ich meine Predigt mit dem folgenden Ausspruch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beenden, der Hadith, der von At-Tirmidhi überliefert und als Hassan Gharib eingestuft worden ist. Er sagte, hört, dass diesseits alles davon, er sagte, dass diesseits ist verflucht und alles, was darin gibt, ist verflucht, außer das Gedenken Allahs. Und das, was sich daraus ergibt und das, was dazugehört und ein Lehrer und ein Schüler. Alles in diesem Leben ist verflucht. Alles, was es in diesem Leben gibt. Das heißt, es wird dir nichts nutzen am Tag der Auferstehung. Es hat keinen Nutzen, keinen bleibenden Wert. Außer dem Gedenken Allahs, das, was dazugehört und einem Lehrer und einem Schüler. Jemand, der nützliches Wissen lernt und jemand, der nützliches Wissen weitergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.